Ja, schönen guten Tag. Ich fange mal an mit der Begrüßung. Mein Freund Hans Bernecker und ich, wir kennen uns seit über 40 Jahren und ich muss sagen, ich habe immer wieder von ihm sehr viel auch gelernt, denn er hat eine längere Börsenerfahrung als ich. Das sind über 60 Jahre und wir tauschen uns regelmäßig aus und ich muss sagen, wir sind nun in dieser Altersgruppe, die man als Pensionäre betrachtet, die nichts mehr tun. Und wenn man sich einmal die Aktivitäten von Hans Bernecker und seiner Gruppe anschaut, kann man sagen, hier wird mit Vollgas gefahren. Als 84-Jähriger ist er jung geblieben und die Börse hält uns. Ich bin 78 Jahre alt, nicht wahr? Sie hält uns jung. Und Hans, gleich zur ersten Frage, die ich an dich stellen würde. Wenn wir diese Sendung gemacht hätten vor einer Woche, hätten wir doch wahrscheinlich ganz andere Argumente in die Wege geleitet für das, was vor uns liegt, unmittelbar, wie es sich vielleicht später entwickelt. Das heißt, die Börse hat uns in den letzten Tagen beziehungsweise in den letzten 48 Stunden ein anderes Bild präsentiert. Oder wie siehst du das? Ich habe kurz entschlossen, vor gut einer Woche, nämlich am Montag dieser Woche, habe ich gesagt, Aktienstopp. Das war eine Überraschung. Das hätte ich vor 10 Tagen noch nicht gesagt. Aber eine Analyse der Umstände, der Gemengelage, habe ich erzählt, schon einmal in anderen Interviews, führte dazu, dass ich die provozierende These heute in den Raum stelle. Der Black Friday von gestern rettet uns die Jahresendrallye. Ohne diesen Black Friday, ohne diesen Einbruch, hätten wir alle Mühe gehabt. Alle heißt alle Börsen rund um die Welt, eine gute Jahresendbörse hinzukriegen. Warum? Es war sichtbar in den letzten Wochen, dass trotz der permanenten kleinen Gewinne in den Indizes am Ende oder im Zuge der Berichtssaison, dass alle investiert sind, alle hoffen auf eine Weihnachtsrallye. Und du weißt, was das heißt. Wenn alle im Boot sind, dann braucht es nur eines kleinen Anstoßes von irgendwo, was man nicht weiß. Und dann bricht ein Markt zusammen. Und das haben wir gestern erlebt. Dass das nun gerade aus Südafrika kam, wusste ich auch nicht. Aber ich habe es gespürt, das betone ich, es ist eine Stimmungsfrage, dass irgendetwas eintreten muss, um den Markt eine Art Befreiung zu geben. Und du weißt, eine Rallye beginnt erst immer dann nachhaltig oder deutlich, wenn es vorher eine technische Korrektur gab. Oder, wie man sagt, wenn es am dunkelsten wird, nicht oder ist, dann bedingt ein neuer Tag. Die Frage, die ich nur an dich habe, ich habe gerade meine Marktprognose heute Morgen besprochen, nicht wahr, die ich ja nun seit 35 Jahren 6-mal in der Woche tue. Du schreibst jeden Tag, nicht wahr, wird die Börse in verschiedenen Aspekten. Bei dir gibt es verschiedene Newsletter, die du hast und hast ein großes Angebotspalette und deine Fernsehsendung. Frage an dich, du sagst, ja, es gibt eine Jahresendrallye. Ich habe heute das Thema gewählt, Weihnachtsrallye fällt aus. Ist das jetzt aus deiner Sicht richtig oder falsch unter dem folgenden Aspekt? Ich behaupte, wir haben schon eine Weihnachtsrallye gesehen, die ist diesmal am 6. Oktober gelaufen, bis zum 6. November. Das waren 9%, das war beachtlich. Seitdem stagnieren wir und sind sogar rückläufig, wie wir sehen jetzt im November. Und ich glaube noch nicht aus meiner Sicht, und das wäre die Frage, war es das schon der Tiefpunkt oder kommt jetzt noch in der nächsten Woche etwas nach, wenn wir die tatsächlichen Auswirkungen und Probleme des neuen Coronavirus erkennen wollen? Zunächst mal stellen wir fest, alle Börsen der Welt, also gemessen in den Indizes, haben in diesem Jahr rund 18, 20 oder 17% zugelegt. Das ist eine Performance, die sehr ordentlich ist. Im Zuge der Berichtssaison, wie ich gerade gesagt habe, haben wir gute Ergebnisse erlebt, grundsätzlich bessere als allgemein erwartet. Und dann ist es eben am Ende der Berichtssaison so, dass alle Erwartungen eingepreist sind. Und da, wo sie nicht eingepreist waren, gab es eben tatsächliche Enttäuschungen mit kräftigen Korrekturen. Das bedeutet rückblickend nochmal zu dem, was ich vorhin gesagt habe, bis vor etwa 10 Tagen fand nichts mehr statt. Es hat alles stattgefunden. Wir haben die Lieferketten abgehakt und eingepreist. Wir haben die Chips-Krise diskutiert an den Märkten, alle rund um die Welt, immer das gleiche Thema. Wir haben die Inflation thematisiert, ist noch nicht zu Ende, aber wird noch, die Spannung ist schon raus. Wir haben das Tapering genügend diskutiert. Wir wissen alles, was kommt oder wann nicht. Jedenfalls gibt es da auf diesem Gebiet überhaupt keine Überraschung mehr. Also, wann sollte dann noch was kommen?
Also war es richtig anzunehmen, das war's. Hast du recht. Hast du völlig recht zu sagen, ohne diesen Einbruch hätten wir wahrscheinlich keine Weihnachtsrallye mehr gesehen oder eine mit 3 oder 4%, das wäre ja nicht wichtig. Das wäre bestenfalls eine Frage der Stimmung. Gerade die Tatsache, dass der Markt eingebrochen ist, immerhin im DAX gestern bis zu 7,1%, also von oben bis unten gerechnet, ist ein typischer Fall, wie wir es schon zweimal gehabt haben, ausgelöst durch eine Pandemiefrage. Nichts, hat nichts mit Politik zu tun, hat nichts mit Ökonomie zu tun, sondern durch ein solches Ereignis. Das wirkt technisch wie in Großreine machen. Sämtliche Schwachköpfe, sämtliche Schwächen sind raus. Sämtliche Spekulanten sind raus. Die Kredit hatten, sind raus. Die Optionen hatten oder Calls haben, sind raus. Weitgehend. Genau das ist die ideale Voraussetzung, dass der Markt weitgehend sauber ist und nun neue Einpreisungen vornimmt. Jetzt haben wir das Jahresende diskutiert, aber der Punkt ist ja der, unser Thema fürs nächste Jahr. Wie sieht 2022 aus der heutigen Sicht für dich aus? Es gibt keine zweistellige Indexbewertungen oder Performance. Das ist nicht mehr möglich. Wir haben heute ein Bewertungsniveau jetzt im Durchschnitt in Deutschland, also ungefähr bei 14,5 im KGV für den DAX und für den MDAX natürlich deutlich höher. Die Amerikaner liegen durchschnittlich immer etwas höher, der S&P liegt bei 21, immer per 52 Wochen im Voraus gerechnet. Und für alle anderen Europäer, inklusive jetzt auch Tokio, liegen wir in der Größenordnung vom KGV von 17, 18. Also das ist anspruchsvoll. Das bedeutet, ich kann jetzt nicht unterstellen, dass ich vor dem Tepperenk, das ist ja nun mal ein Hindernis, das wird es auch so sein, kann ich nicht ein KGV von 22 oder 23 als in den Raum stellen. Das wäre Unsinn. Gerade dann komme ich wieder auf das Faktum zurück. Der Einbruch von gestern reduziert meine Ausgangslage in der Bewertung wahrscheinlich um 10% über den Daumen. Und das ist genau der Ansatz, der mich jetzt dazu bringt, zu sagen, wie, wenn es nur eine einstellige Zahl gibt für den Index von vielleicht 10%, dann ist die Ausgangslage, die wir jetzt haben, vielleicht auch, reicht die schon aus, um 12 bis 13 zu erreichen. Das kann man aus den Gewinnen relativ gut entwickeln. Also ich habe Spielräume. Die schaffe ich durch den Einbruch von gestern in, wie gesagt, 7%. Jetzt sagen wir mal, bis Mittwoch und der kommende Woche sind es dann 10%. Dann habe ich genau das technische Momentum und die Bewertungsfrage. Das heißt, wiederum im Klartext zu sprechen, um eine Zahl zu nennen, 17.000 ist möglich, aber was darüber hinausgeht, wäre anspruchsvoll. Ja. Da müsste schon ein Wunder passieren. Diejenigen, die also von 20.000 fürs nächste Jahr schwärmen, die meines Erachtens, die rauchen irgendetwas, was du und ich noch nicht geraucht haben. Wir trinken lieber einen Wein oder ein Glas Whisky, um uns noch nüchtern zu halten. Ja. Es gibt so viel Motivation auch in der jungen Generation, die neu etwas entwickeln. Du nennst gerade Facebook. Ich meine, Zuckerberg ist ja noch nicht mal 40 Jahre alt, nicht wahr? Bezos ist jetzt schon der Ältere gewesen, aber das, was er gemacht hat mit Amazon und was jetzt noch umgebaut wird, ist fantastisch. Ich behaupte, dass wir in den nächsten, und das wäre meine Frage, in diesem Jahrzehnt technologische Umstellung erleben, die bedauerlicherweise durch Corona noch sehr schnell angefeuert wurde. Und zu Recht, Corona war eine Tragödie, aber im Rahmen des Bedingten ist das der Erfolgsbeginn für dieses Jahrzehnt, weil wir plötzlich in die neue Welt durch künstliche Intelligenz kommen und durch die Digitalisierung. Damit wird die Welt fortschrittlicher sein und die Zukunft, das wäre meine Frage, für die junge Generation, also für meine Enkel, die gerade zwischen 10 bis 13 Jahre alt sind und für die junge Generation, die zwischen 25 und 40 ist, nicht wahr? Die Zukunft sieht doch ausgesprochen positiv aus und im Gegensatz zu dem, was man häufig hört, es sieht negativ aus, wir können nicht überleben. Ich glaube, das wäre doch die These, oder würdest du dem widersprechen? Nein, der widerspreche ich nicht. Jetzt kommen wir zum Schluss, bevor wir Fragen nehmen. Jetzt nochmal konkrete Empfehlungen. Wir haben die Indizes besprochen. Wir haben gesagt, 10% ist maximal drin im nächsten Jahr. Man sollte diversifiziert sein. Gold in der zweiten Reihe eher. Bitcoin für den Spieler wurde gesagt. Und jetzt die Frage, wenn wir uns mal die 40 DAX-Werte anschauen, noch mal den Dow Jones anschauen. Wenn du jetzt noch mal so 3, 4 Werte einfach nimmst, so aus dem Gefühl auf sagen, die sollte man in jedem Fall im nächsten Jahr nicht nur im Index, sondern auch individuell im Portfolio haben.
Das sind die Autowerte im DAX, alle fünf, also inklusive Porsche und Conti. Und jetzt nimmst du aber nur einen, weil das Portfolio ja nicht zu viel Werte haben soll. Wenn ich jetzt einen Deutschen rausnehme, wen würdest du heute nehmen? Bin ich jetzt etwas überfragt, weil sie eigentlich alle in der gleichen Situation sind, aber ich bin frech und sage VW. Ja, da sind wir beide einer Meinung. Dass die sind gerade dabei, ihren Chef wieder mal zu stürzen. Das Ding habe ich schon 50 Jahre erlebt. Seit Nordhoff gab es ja immer diese gleiche Art. In Wolfsburg kann man nur eines sagen. Krisen gibt es immer, weil die SPD und die DGB natürlich dort das Sagen haben, ist ja klar. Aber alle, die da mitgewirkt haben und mitwirken, wollen eines nicht, dass VW pleite geht. Ja. Das ist das Einzige, was ich weiß. Also VW bei 162 lege ich mich fest, wenn wir das auf die nächsten 13 Monate setzen, ist ein Gewinner. Und ich würde hier sogar etwas weitergehen, ein Gebiet ansprechen, auch das du ja auch behandelst bei dir täglich, die sogenannten Hebelprodukte, die eine Risikoerhöhung zwar darstellen, aber bedeuten, dass man mit weniger Geld mehr noch bewegen kann, sofern man auch da kleine Summen, 0,5% oder 1% investiert, nicht wahr? Und dann, wenn es mal verfällt, auch nochmal in der Lage ist, nachzukaufen, denn es ist ja, wenn man dann wertlos wird, nachdem man 30% noch zusätzlich gefallen ist, wie du es ja auch in deinen Briefen immer erläuterst, wäre eine Mischung. Also VW, einigen wir uns 5 Werte VW. Ich würde noch als Alternative auch die Porsche Vorzüge nehmen, nicht wahr, weil man dann ja VW und den deutschen Ferrari quasi mit einkauft. Ja. Jetzt, was wirst du weiter auf der Finanzszene sehen? Du siehst, Allianz hat wohl von dir eine neuliche Empfehlung. Wie stehst du dazu? Das ist ein Flaggschiff, ein hervorragender Laden, ist ja keine Frage. Bei einer Bewertung von 83 Milliarden für einen Umsatz, also Umsatz ist ja bei Allianz die Versicherung und die Vermögensverwaltung von ungefähr 150 Milliarden, heute fürs ganze Jahr gerechnet, und einer 30 Milliarden Cashflow, das ist natürlich hervorragend. Was macht man jetzt, um dich nicht abzustören, nur wegen der Zeitfrage? Was machst du mit den Banken? Wir haben in Deutschland, wenn man so will, 2 Banken, die Deutsche Bank, die Commerzbank. Deutsche Bank hat sich deutlich verbessert in der Struktur. Ich glaube, man kann sehr wenig sagen, er hat hier den Beginn einer Umstrukturierung aus meiner Sicht vorgelegt. Ist die Deutsche Bank eine zukunftsträchtige Bank? Würdest du sagen, ja, um diese Basis herum kann man sich dort investieren? Würdest du sagen, ein bisschen abwarten, Schwäche abwarten und sich dann erst einkaufen? Wir haben ja beide einen Bekannten, das war der Herrhausen, den kennst du und ich auch. So, also jetzt nehmen wir den mal als Maßstab. So ein Mann ist dann nötig. Die jetzige Mannschaft ist eine brave Mannschaft, sehr fleißig und sicherlich auch sehr seriös, aber vielleicht nicht gerade die ideenvoll. Jetzt die letzte Frage. Wir haben Technologie erwähnt, aber keinen Technologiewert genannt. Ich nenne jetzt mal 2, 3 Werte. Einmal hier und dann nochmal im biotechnologischen Bereich. BioNTech war eine neuliche Empfehlung von dir, hat sich schon sehr gut entwickelt. Da ist Nachholbedürfnis. Warum im Vergleich zu Moderna unterbewertet noch, nicht wahr, mit der Fantasie, dass hier vieles noch passiert, der Markt noch lange nicht ausgeschöpft ist. Wenn wir auf die Technologie schauen, haben wir einmal hier in den USA dann natürlich auf der technologischen Seite können wir die Zoom mal anschauen, was wir gerade benutzen. Ist Zoom ein Kauf oder würdest du sagen, nein, muss man nicht haben? Habe ich letzte Woche empfohlen. Die sind von 470 abgestürzt auf 200 oder ungefähr in diese Gegend. Und dann war das natürlich klar. Das Ergebnis war ja typisch. Der Umsatz ist im letzten Jahr um 56% gestiegen, im ersten Halbjahr nur um 36% und vorausgesagt hat Zoom selbst im kommenden Jahr knapp 20. Das heißt, das Tempo nimmt ab, also der Umsatzentwicklung für Zoomen, aber dafür ist sie auch um 70% abgestürzt, also kann ich sie kaufen.